Es ist wieder 8.30 Uhr morgens, Zeit für ein paar Handelsideen, heute im WTI Euro Japanischer Yen und im Bund. Allen zusammen einen guten Morgen, einen tollen Start und einen feinen Handelstag an dieser Stelle. Ich freue mich heute auch wieder einige Live-Zuschauerinnen und Zuschauer dabei zu haben und lade selbstredend alle ein, die hier mit über die Schultern in die Charts schauen. Wenn ein Wunschmarkt vorhanden ist, bitte einfach hier in die entsprechenden Medien auf Facebook oder GoToWebinar einfach hier an dieser Stelle die Fragen oder das Kennzeichen einzugeben. Und da können wir sehr, sehr gerne auch in die Charts mit hineinschauen. Das macht das Ganze an dieser Stelle ja neben den Handelsideen so lebendig. Bevor wir in die Charts hineinschauen, wie immer, Sie wissen das, der Risikohinweis, den bitte ich, so wie er hier steht, in Gänze auch zur Kenntnis zu nehmen. Sie wissen es, der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin, der kann zu Verlusten führen. Davon weg, Fernando, Rolf, Elena, Ludger, guten Morgen. Davon weg gehen wir jetzt, würde ich sagen, gleich mal in den nächsten Schritt der Tagesvorbereitung. Das sind die Tagesnachrichten, weil wo Nachrichten sind, werden manchmal Kursbewegungen zu erwarten sein. Hier mit den höchsten Relevanzen im heutigen Tag, das ist ganz klar, wahrscheinlich das FOMC-Sitzungsprotokoll von der FED. Aber auch aus Deutschland gab es heute Morgen schon eine Information, da gucke ich gerade mal in die Live-Daten rein. Wir sehen es hier um 8 Uhr, gab es den Erzeugerpreisindex aus Deutschland. Wir hatten hier eine Prognose von 0,2. Wir sind jetzt aktuell, ich blicke mal auf meinen vierten Monitor oben, wir haben aktuell einen Wert von plus 0,4. Heißt also hier ein Anstieg, das Ganze also besser als erwartet. Was gibt es noch? Eine Rede seitens der EZB. Wann haben wir das? Um 8 Uhr. Gut, das läuft bzw. ist auch schon durch. Am Abend dann hier um 19.10 Uhr ein FOMC-Mitglied spricht und um 22.30 Uhr gibt es den API-Rohöl-Lagerbestand. Das also hier und heute im Öl. Öl haben wir heute ja auch auf der Uhr. Da schauen wir mal in den Chart. Sieht ganz interessant und vielversprechend aus, was wir hier an dieser Stelle natürlich auch sehen. So, WTI, aber machst du ja schon richtig. Fernando, klasse. Wir gucken ins WTI. Das spielt immer wieder in den Sitzungen hier bei uns eine große Rolle und selbstredend für viele, viele Trader ist das ein Vehikel, wo man gut und gerne an den Märkten partizipieren kann. Rohstoff ist ja ein sehr, sehr gefragter, Rohöl, so rum, ist ein sehr, sehr gefragter Rohstoff und wenn die Wirtschaft gut läuft, ist natürlich auch die Nachfrage entsprechend hoch und das wirkt sich auf die Preise aus. Heißt also, hier müssen wir immer schön drauf schauen, aber wir können ja hier, und das ist das Schöne hier auch bei Tickmill, wir können zum Ersten sehr, sehr klein mit den Positionsgrößen arbeiten. Das heißt, wir müssen keinen ganzen Future über 1000 oder 500 Barrel Öl kaufen, sondern wir können hier wirklich ein einziges Fass der Sorte WTI kaufen und wir können halt sehr, sehr entspannt hier in die Long- und die Short-Richtung traden. Das Ganze auch noch zu super Konditionen. Wer da übrigens mehr von wissen will, mache ich mal ganz kurz einen kleinen Hinweis auf die Website von Tickmill. Da sieht man ja auch jeden Morgen den Blog, den wir hier an dieser Stelle veröffentlichen. Das heißt, hier, wenn Sie auf Blog klicken, kommen Sie direkt drauf. Hier sehen wir dann entsprechend einmal die wichtigsten Informationen zu den Kontomodellen und hier oben halt auch ein paar Informationen zu den entsprechenden Werten, die wir hier traden können. Und wie schon gesagt, alles zu den Handelsinstrumenten, was es kostet, wie die Spreads sind, wie die anderen Margin-Bedingungen sind. Das finden Sie alles hier. Schauen Sie da ruhig einmal drauf. Und wir schauen jetzt direkt in die Charts hinein. Das Silber interessiert jetzt heute Morgen nicht, obwohl ich mich freue, dass das Setup, was wir hier besprochen haben, angelaufen ist, sehr, sehr schön sogar angelaufen ist. Also hier mal wieder eine, ja, sage ich mal, praktische Sache, wo man einfach sagt, es macht Sinn, wenn man sich gut vorbereitet, an den entsprechenden Stellen im Portfolio dann sich auch positioniert. Und dann solche Dinge wie hier mal wieder im Silber, wir haben es ja oft genug gehabt, mit den Handelsideen im Portfolio umsetzen und dann damit selbstverständlich hier die Performance auch unterstützen zu können. Gehen wir in die Handelsideen rein. Ich würde sagen, wir fangen auch gleich mal mit dem WTI an dieser Stelle an. Hier an dieser Seite mit dem Tageschart. Wir hatten im WTI, ich mache mal ganz kurz hier die runden Marken auch noch raus. Ja, die wollen jetzt nicht raus, dann lassen wir es drinnen. Also was wir hier sehen, ist im großen Bild, das hatte ich ja schon
häufig gezeigt, dieser starke Abwärtstrend. Hier hatten wir ein wichtiges Korrekturhoch, was wir auf der Woche sehen. Ja, der Tageschart, der lief ja dann hier entsprechend runter. Die 54, 43, das war hier das Korrekturhoch und das kommt halt auch einer relativ hohen Bedeutung in der Woche zu. Warum? Wir sehen es hier ganz klar. Wir hatten hier in der Woche einen Anstieg über zwei Wochen, wo es nach oben ging und dann ging es nach unten und der Peak waren halt die 54,43 €. Der Tageschart im Trend hat sich mittlerweile über dieser Marke etabliert und, das ist ja das Schöne, er setzt sich nach oben auch mit fort. Schöne Handelsidee hier an dieser Stelle im kurzfristigen Bereich. Gucken wir uns dann gleich mal an. Hier das Ganze mal auf Tagesbasis gesehen. Wo stehen wir jetzt? Wir stehen natürlich bei diesem Trend hier in einer weiten Bewegung drinnen. Das heißt, hier nach oben hin, wenn das Ganze hier direkt weiterläuft, das heißt, wir hier nur eine zeitliche Korrektur über die Seite sehen, wäre der nächste Anlaufpunkt dann hier dieser Hochbereich um die Marke von 57,29, 57,30. Das ist hier das bisschen hin und her getingelt, was ich hier drüber sehe. Viel wichtiger ist dann die Marke von 57,91. Hier wird sich dann zeigen, ob wir direkt drüber ansteigen oder erstmal Pause machen. Da muss man sehen, wie die Wahrscheinlichkeiten sind. Möglicherweise laufen wir noch bis ran und machen dann eine Korrektur oder wir machen jetzt eine Korrektur zum Kraftsammeln, um dann direkt drüber zu laufen. Das wird sich zeigen. Es ist aber auf alle Fälle ein sehr, sehr interessanter Punkt, den wir hier momentan sehen. Was es interessant macht, sehen wir gleich in der Stunde. Vorher nochmal ganz kurz der Blick nach unten hin. Wir haben, wenn der Markt hier tiefer läuft, selbstredend erst einmal, wenn wir doch eine korrektive Phase bekommen sollten, je nachdem, wie die Ausweitung ist des Ganzen, haben wir das Tagestief von gestern um die Marke von knapp 55,26, dann haben wir noch zwei, drei tiefere Tagestiefs hier. Wir sehen es im Chart bei 54,18, bei 52,99 und 52,16. Muss man sehen, wie die Korrektur läuft. Wir haben ja auch hier gesehen, im gesamten Trend seit der vorletzten Korrektur sind wir immer tief korrigiert in diesem ganzen Geschehen. Vielleicht kommt es wieder so, wir wissen es nicht, aber wenn es kommt, wissen wir, was wir zu tun haben und wie wir das sehen können. Das können wir sehr, sehr schön im Stundentrend auch sehen. Wir sehen hier momentan so ein Hin- und Herschleichen oben rum. Sieht mir fast aus wie eine Top-Formation. Wir sind ja auch schon mal runtergegangen, aber wir wollen hier nicht munkeln und mutmaßen, sondern wir gucken uns das Ganze einfach einmal an aus rein technischer Sicht. Hier sehen wir sehr, sehr schön den laufenden Aufwärtstrend mit seinen Schwüngen. Wir sehen halt auch hier, manches läuft nicht immer sauber. Hier gab es auch einen Trendbruch hier hoch, hier das Korrekturtief, dann ging es runter, dann hat der Markt sich sofort wieder schön nach oben gearbeitet. Also wir sehen hier, es ist gar nicht so einfach zu sagen, wann bricht jetzt ein Trend, wann geht es weiter. Die Dynamik ist positiverweise da und hier sehen wir halt momentan interessanterweise, was hier wird. Wir hatten jetzt hier das Korrekturtief, sind jetzt hier oben reingelaufen. Hier oben ist momentan so leicht der Deckel drauf. Das mache ich mal eben noch in der roten Farbe beziehungsweise hier in einem helleren rötlichen Farbton und damit haben wir hier oben so ein leichtes Top. Und hier wird sich jetzt zeigen, wie es weitergeht. Wenn sich das Kleine hier, was wir hier sehen, weiter nach oben schwingt, dann sind die Chancen relativ gut, dass wir noch ein Stück weit nach oben laufen. Für das kurzfristige Trading ist das dann definitiv interessant, was wir da sehen können. Ansonsten, wenn es hier dazu geht, hier finden wir immer nur den Deckel. Dann könnte es selbstredend dazu kommen, dass wir hier erstmal ein Stück weit an Korrektur nach unten sehen. Und dann kommen hier selbstredend wichtige Werte aus dem Aufwärtstrendverlauf der Stunde rein. Und die haben wir ja hier auch schon miteinander besprochen. Das ist auch das, was wir schön auf Basis des Tagescharts gesehen haben. Was bekomme ich noch? Britisches Pfund, japanischer Yen. Logo Fernando, da schauen wir rein. Wir machen aber auch weiter mit euro-japanischen Yen. Das heißt, wir gehen schon mal in den Bereich des japanischen Yen rein. Und zwar auch hier wieder in den Tageschart. Und hier sehen wir, jetzt ist hier noch die Stunde, wir wollen den Tageschart haben. Hier sehen wir was sehr, sehr Feines. Hier verrät uns der Markt, er möchte weiter nach oben ansteigen. Wir sehen das hier. Übergeordnet hatten wir den Abwärtsdruck, wir hatten den Spike, nach dem Spike ging es ziemlich schnell nach oben, dann Getingel, seitwärts ein bisschen geschlichen, aber jetzt Trendbildung, Korrektur. Hier unten um die Marke, in der laufenden Korrektur, um die Marke von 1,24,233, da ist ein Boden. Und was wir jetzt hier sehen, ist interessant, weil wir sehen hier einen untergeordnet laufenden Aufwärtstrend. Das heißt, wir haben hier das blau markierte einen Aufwärtstrend, der in Richtung dieses größeren grünen Aufwärtstrends läuft, wuppen wir hier oben die 125,945, dann setzt sich dieser Trend fort, dann haben wir alle Chancen offen, hier in das nächste Tageshoch um die 126,448 beziehungsweise hier oben in das Korrekturhoch um die 127,088 reinzulaufen. Das ist das Potenzial, das wir definitiv auf der Oberseite hier mit haben.
müssen wir auf der Uhr haben, das ist ein Anlaufpunkt. Wir wissen aber auch, dass das Thema mit den Tageshochs, je weiter die wegliegen, je weniger Relevanz haben die häufig. Das heißt, die größere Relevanz liegt dann in meinen Augen selbstredend hier oben an diesem Widerstand bei 127,088, was das Korrekturhoch hier gewesen ist von dieser nach unten laufenden Bewegung im Sinne dieses größeren übergeordneten Abwärtstrends. Das ist also hochinteressant, was hier passiert. Der große Abwärtstrend ist längst noch nicht rausgenommen, das muss man wissen. Das heißt, das, was sich hier alles gibt, ist korrektive Phase von diesem größeren Bild hier, aber es gibt nach oben Potenzial und warum soll man das nicht ins Portfolio legen? Jetzt müssen wir aber noch die Unterseite anschauen. Sollte es nämlich hier zur Schwäche kommen, das heißt, der Markt es nicht schaffen, hier oben über diese Marke drüber zu laufen und sich da zu etablieren, könnten Umkehrtendenzen reinkommen. Was haben wir dann? Selbstredend Tagestief. Erst einmal das Tagestief von heute um die Marke von, wo haben wir es? 125,350 und dann etwas tiefer das Tagestief von gestern hier. Das haben wir um die Marke von 124,77. Hier steht einiges dran. Unten das Vorvortagestief ist auch noch da. Das können wir auch noch mit annehmen. Und dann selbstverständlich der Boden hier unten bei 124,233, der möglicherweise hier auch wieder als Stütze gelten könnte. Also die Dinge sehen wir hier momentan im Chart des Euro-japanischen Yen. Wo wir gerade beim Yen sind, bleiben wir auch da. Was haben wir? Britischer Pfund, japanischer Yen. Und dann kommen wir direkt noch zur dritten Handelsidee für den heutigen Tag. Weil wenn wir gerade beim Yen sind, machen wir den gleich durch. Hier, da haben wir ein Bild, das sieht so ein klein wenig ähnlich aus, zumindest vom Grundverhalten, wie das, was wir momentan im euro-japanischen Yen gesehen haben. Hier schön Aufwärtstrend. Und wir hatten dieses Währungspaar ja vor kurzem schon da. Hier haben wir schön die Trading-Idee gehabt, aus der Korrektur heraus nach oben zu laufen. Hier haben wir das Ganze besprochen. Hier gab es dann untergeordnet den Trend in die Unterrichtung. Hier hat das Ganze das Tief gefunden. Da haben wir mal gesehen, dass so ein Tief auch Boden bilden kann oder bieten kann. Und das ist hier passiert. Schön mit Schmackes hoch. Und was wir hier jetzt in diesem Rahmen sehen, ist, dass das Ganze hier entsprechend die Korrektur gewesen ist. Und jetzt stehen wir hier nach oben hin wieder in die Bewegung rein. Wir sind heute schon mal leicht über dieses Hoch hier, über dieses aktuelle Trend doch bei 144,840 drüber geschaut. Was haben wir nach oben hin am Potenzial? Die Bewegung hier. Wer mit einem Measured Move misst, der weiß, wohin es gehen könnte, wenn wir mal dieses Hoch hier oben nehmen, bis zum Tief runter messen. Das war quasi die korrektive Phase. Na komm mal her hier, na gut, jetzt nehmen wir mal das Ganze so wie es ist und ziehen das mal oben rauf und da können wir mal sehen in etwa, wo der Measured Move hinlaufen könnte. Das heißt hier definitiv nach oben hin haben wir den nächsten Widerstand innerhalb dieser Bandbreite bei 145,8 und dann nach oben hin hier sehen wir es laufen. Es läuft hier Richtung hoch, was wir im letzten Jahr auch gesehen haben, wenn die ganze Tendenz sich weiter nach oben schiebt und das ist ja interessant. Hier also viel, viel Potenzial zur Oberseite hin. Sollten wir doch wieder Korrektur bekommen, so what, dann ist es so. Was wir hier an dieser Stelle aber auch immer sehen, ist, dass es momentan bei einigen Währungen sehr, sehr lohnenswert ist, aus den tiefen Korrekturen heraus zu traden. Hier gesehen, es funktioniert und das ist das, was wir im Trading selbstredend schön umsetzen können für unsere Performance. Steffen, guten Morgen. Damit zurück zu den klassischen Handelsideen. Was fehlt jetzt noch? Das ist der Bund. So oft haben wir das Ding nicht hier im Portfolio, aber es hat mir gestern einfach bei der Chartbetrachtung in den Fingern gejuckt, das ganze Teil mal mit zu besprechen. Warum? Wir sehen es hier. Ich mache es mal ganz kurz etwas kleiner. Wir haben hier sehr, sehr schön die Aufwärtsbewegung laufen. Wir sehen das hier. Man kann hier fast einen Trendkanal oben rauf zeichnen. Wir haben das aktuelle Trendhoch so rum bei 166,568 hier oben gesehen. Da ist momentan der Deckel drauf. Wir sehen es. Wir hatten dann schon ein paar Tage, wo der Markt hier oben reingelaufen ist. Und jetzt haben wir hier so die Konstellation von ansteigenden Tiefs. Wir sehen also, die Käufer kommen immer früher in den Markt hinein. Wenn das Ganze sich bullisch auflöst, dann kann der Sprung hier oben drüber deutlich für Bewegung sorgen. Das ist die eine Seite. Wir schauen auch ganz kurz mal, da müssen wir mal den Wochenchart bemühen, wo es dann hinlaufen kann. Hier ist nämlich gar nicht so viel. Also sehen wir, das kann schon deutlich für Performance nach oben sehen. Die nächste Marke, die wir hier oben sehen, die haben wir erst hier oben in diesem Bereich. Jetzt muss ich mal ganz kurz hier etwas zeichnerisch kreativ tätig werden, damit wir das oben sehen. Das heißt, ich klemme da mal kurz ein Preisschildchen an. Also das ist hier oben die Marke, was ist ja ungefähr 168. Also da ist noch einiges an Luft nach oben, was wir hier sehen können, wenn sich diese positive Dynamik auch mit fortsetzt. Das ist die eine Seite. Die andere Seite, wir haben es vor kurzem bei einem ähnlichen Muster im Nikkei gesehen. Da hat der Nikkei ein ähnliches Muster gehabt, auch eine ansteigende Unterseite als Grundcharakter.
Es ist nochmal nach unten gegangen. Kommt hier ein Bruch, wird es auch interessant, gerade für das kurzfristige Trading. Warum? Wenn der Bruch runterschiebt, können wir hier die nächsten Tagestiefs sehen, die in den letzten Tagen als Boden gegolten haben, bei 166,1. Und dann haben wir hier schon das Tagestief um die 165,8 und dann hier den leichten Support. Support aus dem Grund, erstens, das war das Tief dieser gesamten korrektiven Phase momentan. Das ist das eine. Das andere ist der Ausbruchsbereich hier drüben gewesen, wo dieser Schub sich fortgesetzt hat. Das sind ja Level, die werden auch gerne mal angetestet. Am schönsten funktioniert sowas natürlich, wenn es gleich angetestet wird und der Markt dann hochgeht und nicht so ein Hin und Her macht. Aber nichtsdestotrotz, es könnte einen Boden bzw. einen Unterstützungsbereich bieten. Deshalb brauchen wir das Ganze auch mit auf der Unterseite. Wer sich das Ganze hier jetzt anschaut, der wird sich denken, das könnte vielleicht auch so ein ähnliches sein wie ein Kontraktionsmuster. Das trade ich persönlich ja auch sehr, sehr gerne, wo man einfach sieht, die Korrektur gestaltet sich so in, sag ich mal, Schwüngen nach oben. Und das ist interessant, wenn wir uns dieses Bild hier mal im Stundenchart anschauen, dann sieht man nämlich genau das, was ich hier auch gesagt habe. Hier, erster Schwung, zweiter Schwung. Möglicherweise ist das schon der letzte Schwung oder aber wir kriegen hier noch einen kleinen dritten Schwung oben drüber, etwas flacher. Das wäre dann natürlich ein noch größeres Zeichen, dass der Druck wirklich von unten kommt und sich da oben sowas in diese Richtung aufbaut, der Druck aufbaut und dann im Normalfall das Ganze nach oben gebrochen wird. Also das ist das, was wir hier momentan im Bund sehen. Interessante Sache, wie ich finde, deswegen heute auch mit auf der Agenda. So, jetzt schaue ich nochmal rein. Fragen haben wir momentan keine weiteren. Das heißt, an dieser Stelle wieder ein herzliches Dankeschön für die Zeit heute Morgen. Empfehlen Sie uns weiter, schauen Sie sich die Kontomodelle an. Ansonsten hören und lesen wir morgen früh wieder spätestens 8 Uhr voneinander und um 8.30 Uhr dann hier auch wieder visuell mit dem Blick in die Charts, die entsprechenden Handelsideen. Bis dahin allen einen schönen Handelstag. Tschüss.